Ja, Metal, Leute, und herzlich willkommen zurück auf unserer kleinen Achterbahn der schlechten Lebensentscheidung und der Schlachtabfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde durch ganz Deutschland. So, heute Morgen ein Drachenlord-Video gemacht, dann jetzt gerade mal ein paar Stunden gearbeitet, jetzt sitze ich hier und mache wieder ein Drachenlord-Video. Also, wenn ich kein scheiß Leben habe, dann weiß ich nicht, wer es hat. So, ach, nee, richtig, Rainer hat es. So, ja, ich habe mir heute, also erstes Mal, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, das Video von zu dem Waldspaziergang, mein Video, war echt ein bisschen langweilig. Also es tut mir leid. Falls ihr dieses Video geguckt habt und es euch ein bisschen Zerstreuung gebracht hat auf eurem letzten Arbeitstag diese Woche, dann freut es mich. Aber ja, ich meine, das Ursprungsmaterial hat einfach nicht mehr hergegeben. Ich habe mir heute Mittag so, als ich auf der Arbeit war, habe ich mir so gedacht, boah, dieses Video war eigentlich ein bisschen lahm. Aber manchmal geht es halt einfach nicht anders. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, ich habe in meinem Video Rainer gesagt, Rainer, du musst viel mehr laufen wegen deiner Gesundheit. Und dann habe ich mir auf dem Weg zur Arbeit noch ein paar Videos angeguckt hier vom Ofenkäse und vom Arnold Degger. Herzliche Grüße. Und die haben alle gesagt, Rainer, um Gottes Willen, du darfst nicht mehr laufen. Du musst was Gelenkschonendes machen, sonst sagen deine Gelenke Metal off. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ist ein guter Punkt. Von daher, hey Rainer, eine ganz spontane Idee. Deine nächste Serie, mach doch mal. Drache schwimmt. Du fährst einfach mit deinem Ford Ranger durch die Gegend von Ort zu Ort und besuchst jeden Tag ein anderes Schwimmbad. Dann kannst du da ein bisschen schwimmen und kannst den ganzen Tag Frauen in Badeanzügen anglotzen. Shit. Diese Idee müssen wir noch ausarbeiten. Rainer, ich melde mich bei dir. Ja, und dann ich habe mir heute einige Gedanken gemacht zum Thema der ganze zeitliche Ablauf davon. Aber ich gucke mir jetzt erst diesen Vlog hier an und dann lasse ich euch ein bisschen an meine Gedanken teilhaben. Und wer darauf keinen Bock hat, der kann dann abschalten. Aber ich möchte mein Augenmerk heute, wenn ich mir diesen Vlog angucke, darauf legen, also ich habe dieses Video noch nicht gesehen, ne? Und ich möchte mal gucken, ob es Anzeichen gibt, wann dieses Video aufgenommen wurde. Weil darauf habe ich mir heute Gedanken drüber gemacht, über dieses Ganze, wo kommen diese Videos alle her? Und ich habe eine Vermutung, oder beziehungsweise eine Vermutung, ich habe einen Gedanken, wo das Ganze hinsteuert. Aber das erzähle ich euch am Ende. Vielleicht können wir ja raushören, wann dieser Vlog gemacht wurde, ich weiß es nicht. Und wir gucken erstmal. Wir gucken beim Spiegellord, der natürlich in der Beschreibung verlinkt ist und den ich liebe für die Arbeit, die er tut. Aber ich glaube, der gute Spiegellord trollt uns gerade ein bisschen, weil er gestern dieses Intro gemacht hat, dieses furchtbare Intro aus einem von Rainers eigenen Erwachsenenfilmen. Und alle, die eine Reaction darauf gemacht haben, haben gekotzt und haben dieses Intro nicht gezeigt und haben das auch erwähnt. Und heute hat er diesen Vlog hochgeladen und es hat genau das gleiche widerliche Intro. Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich trollt er uns, aber ganz ehrlich, für die langjährige gute Arbeit, die er geleistet hat, sei ihm das auch mal gegönnt. Von daher, wir gucken mal rein. Vlog 130. Der wurde hochgeladen gestern Donnerstagnachmittag, ne? Ja. Oh Mann, Leute. Man konnte mir nicht mal einen Tag Ruhe gönnen. Ich weiß noch nicht, wann ich oder wie ich das Video jetzt hochlade, weil ich bin jetzt gerade an einer Raststätte. Ich war in Frankfurt am Hotel One, Motel One und Okay, alles klar. Meine Frage ist geklärt. Dieses Video ist ebenfalls Dienstag entstanden. Okay. Lo dazu hab ich eine gute Schlussfolgerung, aber die erzähle ich euch am Ende. die Hater begreifen anscheinend nicht, dass sie sich mit solchen Aktionen immer wieder aufs Neue lächerlich machen. Denn es ist jetzt. Ich finde es ziemlich lächerlich, über 200 € vorher zu bezahlen für drei Hotelübernachtungen und dann in seinem Bett zu pennen. Also ich finde das ziemlich lächerlich. Tatsächlich so, dass wirklich Leute in Frankfurt über die verschiedenen Parkplätze von verschiedenen Hotels gefahren sind. Und das waren wirklich nicht wenige, weil allein da, wo ich war, waren drei oder vier Hotels. Und haben wirklich an den ganzen Hotels geguckt und gesucht, wo die irgendwo nach Möglichkeit mein Auto stehen sehen. Das ist ja vollkommener Quatsch, weil wir wussten ja nicht, bis wir das Auto gefunden haben, wussten wir ja nicht, dass er in Frankfurt ist. Niemand wusste, dass er in Frankfurt ist. Das hat zufällig irgendjemand gesehen, weil du Honk dich allen Ernstes ein Hotel direkt neben einem der größten Flughäfen Europas hast du dir ein Hotelzimmer genommen, Dicker. Und dann kommt halt einfach mal zufällig jeder vorbei. Warum sollten Hater alle Parkplätze in
Frankfurt abgesucht haben. Wir wussten bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass du in Frankfurt bist, Digga. Das war halt einfach doof. Ich weiß nicht, wie viele Hotels oder Motels es in Frankfurt gibt. Nicht genug für dich. Aber es ist wirklich, ich mach mal ein bisschen das Fenster auf. Aber es ist wirklich hart lächerlich. Also. Ne, bisschen Fenster aufmachen. Ab und zu muss man den Mief auch mal rauslassen. Ich stehe jetzt, ne? Ich fahre jetzt nicht Auto. Ja, wir sehen, dass du stehst. Man, vergiss es. Und, Er reagiert bestimmt darauf, dass so ziemlich alle Hater, alle Reaction-Hater, die ein Video gemacht haben zu seinem allerersten Vlog vom Montag, gesagt haben, dass du keine Videos aufnehmen sollst, wenn du fährst. Weil das ist ja dann auch, ne? Weil sich Rainer ja auch, Rainer hat ja auch den ganzen Tag Zeit. Ich gehe immer noch fest davon aus, dass Rainer Twitter mitliest und dass Rainer auch so gut wie alle wichtigen Hater-Videos liest. Von daher, hallo Rainer, wie geht's dir gerade so? Es ist wirklich hart lächerlich. Also ich weiß beim besten Willen nicht, was das Ganze sich jetzt ergeben soll, was da jetzt los ist. Ich habe jetzt nicht mal 12 Stunden, ich hatte nicht mal 10 Stunden meine Ruhe. Ich hatte gedacht so. Das kommt dabei raus, wenn man ein Jahrzehnt lang nur Leute provoziert, weil das gut für einen Geldbeutel ist, Rainer. Irgendwann, das kommt wie ein Boomerang zu dir zurück. Das ist Karma. Du provozierst Leute unfassbar lang und das bekommst du jetzt alles wieder. So, ich hatte mir schon gedacht, dass es so gehen würde, aber ich denke persönlich, dass es auf lange Sicht dann für die Hater doch ein bisschen, es wird sich abnutzen. Jetzt im Moment ist es halt schön und habe. Ja, klar, auf jeden Fall. Dich in deinem Haus zu besuchen, hat sich über die Jahre auch total abgenutzt. Irgendwann hatten die Leute da keine Lust mehr drauf. Der Hate wird weniger, auf jeden Fall. Er freut sich jetzt schon wieder darauf, dass der Hate weniger wird. Und krass und alles. Jetzt sind alle Hater voll auf Droge, weil sie natürlich jetzt voll begeistert davon sind. Aber auf lange Sicht wird das nicht der Fall sein. Ich meine, es ist halt echt. Ja, erzähl mir doch noch weiter, was die Hater so machen, während du paranoid wie ein Gehetzter aus dem Fenster schaust. Krank, dass die Leute einen total belästigen. Ich meine, die sind quer durch Frankfurt gefahren und auch quer durch die ganze Gegend. Das hat ursprünglich hat's geheißen, dass ich in Frankfurt Rötenberg bin. So, jetzt muss man dazu sagen, Frankfurt und Rötenberg sind ungefähr eine Stunde auseinander. Das heißt. Jetzt gerade, wo er das gesagt hat, habe ich vor meinem geistigen Auge wieder gesehen, wie er in dem bequemen Hotelbett, was er schon bezahlt hatte, lag und sich darüber lustig gemacht hat, was für Clowns doch die Hater sind, dass sie ihn nicht finden können. Ach, herrlich. Und da komme ich am Ende nochmal drauf. Ich bin davon überzeugt, das ist nur meine Überzeugung, das ist nur meine Theorie. Ich bin davon überzeugt, dass das seine einzige Hotelübernachtung gewesen ist. Aber wie gesagt, am Ende, ne? Im Klartext, dass in Frankfurt und Rötenberg, das ja ungefähr eine Stunde auseinander ist, Lass dich nicht stören, Dicker. Lass dir Zeit. Du hast einen ganzen Tag Zeit. jemand tatsächlich da irgendwie rumgefahren ist und die verschiedenen Motels durchgecheckt hat. Es hat lange gedauert tatsächlich, bis sie mich gefunden haben. Mich wundert ja, dass sie mich überhaupt in Frankfurt vermutet haben. Weil ich habe mir unter anderem gedacht, ich fahre mal bloß bis nach Frankfurt, was von mir 2 Stunden entfernt ist. Und weil, wenn ich in Frankfurt. Er war während seiner ganzen Obdachlosenstaffel war er nie weiter weg als das, ne? Das war bis jetzt sein weitester Punkt. Übrigens eine Sache, ich glaube, die wurde auf Twitter auch schon mal diskutiert. Obdachlos, ne, ist halt so ein Wort. Laut Definition des Wortes ist er nicht obdachlos, wenn er in einem Hotelzimmer wohnt. Dann ist er halt wohnungslos, ne? Es gibt obdachlos und wohnungslos. Obdach, also du hast kein Obdach, wenn du, keine Ahnung, keinen Ort hast, wo du bleiben kann, auch wenn es nur für einen kurzen Zeitpunkt ist. Ich weiß nicht, ob man als obdachlos gilt, wenn man in einem Auto schläft. Das weiß ich nicht, ob das Auto dann für dich das Obdach ist. Ich werde weiterhin das Wort obdachlos benutzen, weil ich es ganz lustig finde, ihn obdachlos zu nennen und weil jeder weiß, was gemeint ist. Ne? Da gibt es aber verschiedene Definitionen. Ne? Obdachlos, wohnungslos, egal. Ich werde in Zukunft obdachlos sagen, weil ich das nett finde. Bin, Ich finde es auch nett, dass er obdachlos ist, davon mal abgesehen. dürfte die Taktik so sein, dass mich halt niemand so leicht findet. Weil halt niemand damit rechnet, dass ich bloß 2 Stunden weit fahre. Ja.
Jetzt kann ich meinen Plan ja enthüllen, weil letzten Endes werde ich ihn jetzt nicht mehr umsetzen. Ursprünglich war geplant, dass ich nach Emden hochfahre, beziehungsweise nach Emden, nach Nord hoch, also nach Ostfriesland, mich ein bisschen durch Ostfriesland rumgurke, mal ein bisschen Ostfriesland ein bisschen anschaue. Wow, warte mal. Warum enthüllt er jetzt seinen Plan, weil er sowieso nichts geworden ist? Warum? Warum kannst du nicht mehr an die Nordsee fahren, wenn die Hater nur gewusst haben, dass du am Montagabend in Frankfurt warst? Warum? Warum bist du jetzt gerade nicht an der Nordsee, Dicker? Hä? Die haben mich in Frankfurt gefunden, also muss ich ja wieder zurückfahren nach Franken. Warum? Der kann doch jeden Tag wieder neu starten und irgendwo hinfahren. Wir haben ihn doch jetzt nicht bis in alle Ewigkeiten. Oder hat er 4 Nächte oder 3 oder 4 Nächte in Frankfurt reserviert und danach sofort nochmal 3, 4 Nächte in irgendeinem Hotel in Emden? Hat er die auch schon bezahlt? Wäre super, kann ich nicht beweisen. Auch mal ans Meer fahre von Ostfriesland und die Stationen wären jetzt gewesen Frankfurt, Köln, wobei ich Köln schon bevor ich gestern in Ding angekommen bin, ich hatte es ja im letzten Vlog auch schon erwähnt. Da parkt gerade einer neben ihm, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, wie verfolgt dieser Typ ist. Hatte ich das schon außen vor gelassen, weil es halt einfach ein zu großer Hotspot für Hater ist. Warum Köln ein größerer Hotspot für Hater ist als Frankfurt, weiß nur er. Er weiß das nur, keine Ahnung. Glaubt er, weil wir wissen, dass er vor ein paar Jahren mal in Köln war für eine Nacht hier für World of Wolfram oder so, dass wir ihn jetzt verbinden mit Köln und dass die Hater jetzt die ganze Zeit im Kreis fahren durch Köln und warten darauf, dass das Rainer kommt? Vollkommener Quatsch. Und jetzt ist es so, dass Leute, die da gemeint haben, dass ich in Frankfurt bin, halt auch. Ach ja, richtig. Und er hat gesagt, er hat geplant, als nächstes nach Köln zu fahren. Weil deswegen hat er auch jedes Mal, wenn er sich verplappert hat, Köln gesagt. Jedes Mal. Und dann hat er sich korrigiert zu irgendwas anderes. Das gleich wieder rausgefunden und das ist halt. Ich kann echt nicht sagen, was ich davon halten soll, weil letzten Endes. Warum ist er nicht an die Nordsee gefahren? Warum? Er hat sich einen Plan zurechtgelegt in seinem Kopf. Ich bin jetzt ein paar Tage in Frankfurt, dann bin ich in Köln, dann fahre ich hoch nach Emden. Und als sie ihn an der ersten Nacht in Frankfurt gefunden hat, ist dieser ganze Plan geplatzt in seinem Kopf. Und er hat gesagt, oh, jetzt ist ja alles kaputt. Jetzt finden sie mich ja sofort in Köln auch, weil sie wussten ja, wo ich in Frankfurt war. Und sie finden. Warum hat er das nicht gemacht? Rainer, fahr doch mal ans Meer. Jetzt mal ohne Scheiß. Fahr doch einfach. Die Chance, dort gefunden zu werden, ist genauso groß wie in Franken. Jetzt, warum macht er das nicht? Warum hat er jetzt wieder alles über den Haufen geschmissen? Es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Dieses Video ist Dienstag entstanden. Da ist er gerade 24 Stunden auf der Straße. Das ist aber schon ganz schön. Ne, guck mal, wir hatten Pläne, große Pläne. In Tiergarten in Frankfurt wollte er. Und jetzt mal ohne Scheiß, da ist er 24 Stunden auf der Straße und er weiß jetzt schon nicht mehr wohin. Also ist er einfach wieder nach Hause gefahren. Naja, wie auch immer. Das ist halt auch einfach ein 32-Jähriger, ne? Der halt einfach überhaupt nicht weiß. Ist halt so. Manchmal machst du Pläne, gerade wenn du irgendwo hinfährst, wenn du einen Kurzurlaub machst oder so. Du machst Pläne und dann bist du da vor Ort und dann siehst du, aus irgendeinem Grund klappt das nicht. Was weiß ich warum. Und dann macht man mal einen neuen Plan. Dann disponiert man um. Ach, ich hatte heute Morgen, als ich aufgestanden bin, wollte ich eigentlich das und das machen, aber wir haben uns kurzfristig umentschieden, weil. Das kann man doch, aber nicht er. Er ist halt so flexibel wie, ich weiß nicht. Er ist halt so flexibel wie ein Balken in seinem Haus, wo wir gerade dabei sind. Habt ihr gesehen, ne? Hier, das gute Hater-Motel. Der sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Ist natürlich eins der Bilder, das entstanden ist bei einem von den Roomtouren, die jetzt durch die Hater passiert sind. Ne? Wir haben alle Bilder gesehen. Ich muss jetzt mal schauen, was ich jetzt da noch mache. Fahr doch ans Meer, Rainer. Da ist schön. Nur weil die Hater dich in Frankfurt gefunden haben, ist jetzt deswegen nicht das Meer kaputt. Fahr da doch hin, so wie dein Plan war. Dass du noch mal irgendwas in deinem Leben was anderes siehst, außer Franken. Ich werde jetzt mal wahrscheinlich ein bisschen von den Autobahnen runtergehen und mal ein bisschen so die
bisschen irgendwo auf die Landstraßen rumgurken, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Weil das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt auf den Hauptstraßen bleibe, führt es halt nur weiter zu Problemen. Und das haut halt nicht hin. Die Autobahnen sind Lava. Und auf den Landstraßen habe ich halt den Vorteil, dass ich weniger aktiv gesehen werde, weil halt niemand. Auf den Landstraßen hast du halt den Vorteil, dass du, um von A nach B zu kommen, viel mehr Kilometer zurücklegen musst wie auf einer Autobahn. Das ist ja der Vorteil von Autobahnen. Und dass dich das einfach noch viel mehr Geld kostet, also viel mehr Sprit. Man weiß, wo ich rumfahre. Deswegen werde ich mir jetzt. Wenn niemand weiß, wo du rumfährst, zu diesem Zeitpunkt, Dienstagnachmittag, hatten wir seine Spur verloren. Warum fährst du jetzt nicht ans Meer und genießt dann und guckst dir mal das Meer an? Warum? Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Schön Zeit lassen. Ich habe jetzt heute Nacht im Auto gepennt. Ich habe dann gestern direkt das Hotel verlassen. War beknackt, weil ich hatte für 3 Tage gebucht, also für 3 Nächte. Eigentlich wollte ich jetzt um die Uhrzeit im Tiergarten sein. Da habe ich auch ein Video im Hotel noch aufgenommen gehabt, das ich jetzt nachträglich noch hochladen werde. Wahrscheinlich nach dem Vlog hier. Mal schauen, wie ich das zeitlich hinkriege. Ja, seine zeitlichen Pläne haben alle super funktioniert. Er hat überhaupt keinen Plan, glaube ich. Er guckt abends, er macht abends nochmal seinen Laptop auf und guckt, was habe ich denn noch nicht hochgeladen? Das hat ja alles keine Hand und keinen Fuß. Ja, ich weiß auch nicht. Das Ganze, die Sache ist jetzt halt, wir müssen jetzt ein bisschen so diesen Hype überleben. Wenn wir jetzt mal ein bisschen. Dein Hype ist aber ganz mächtig vorbei. Man muss überlegen, dieser Vlog ist 24 Stunden nach seinem Vlog 128, nach seinem ersten Vlog im Auto, wo er gesagt hat, Leute, ich bin on Tour, ein neues Kapitel geht los, da hat er noch so viele Pläne. 24 Stunden vergangen sind bis jetzt. Und er sitzt da und weiß nichts mehr mit sich anzufangen. Er ist immer noch in seinem Auto unterwegs. Er hat immer noch keine Verpflichtungen. Er könnte jetzt gerade in diesem Moment Auto anmachen, hinfahren, wo er will. Fahr in Brocken und guck mal von einem Berg runter. Ach nee, Berge kennt er. Fahr mal an die Nordsee. Fahr mal sonst irgendwo hin. Guck dir doch, mach doch irgendwas. Und stattdessen ist er dann in den nächsten 2 Tagen so langsam aber sicher wieder Richtung Heimat gefahren und jetzt, keine Ahnung, jetzt gammelt er irgendwo in Franken rum. Aus Gründen. So. Die Nordsee wartet halt immer noch auf ihn. Diesen Hype der Hater überleben so ein paar Wochen, ein paar Monate. Ich weiß nicht, wie lange es ungefähr gehen wird. Ich denke mal, so 1, 2 Wochen wird es mindestens gehen, vielleicht sogar länger. Jetzt haben wir natürlich erst den 2. Tag. Also Ja, also bis zum 23. wird er auf jeden Fall keine Ruhe bekommen. Und dann haben wir ja was anderes, über das wir uns Gedanken machen können, ne? Man muss mal überlegen, dass der jetzt noch so lange draußen irgendwo unterwegs sein muss, die ganze Zeit paranoid sein muss und dann kommt obendrauf nochmal schlechte News vom Gericht, ne? Oh, ich sag euch Leute, das gibt ein Video. so wird es wahrscheinlich im Moment sowieso. Ich vermute sowieso, dass es bis Knöcheltief werden im Ranger die Tränen stehen. zur Verhandlung so bleiben wird. Und nach der Verhandlung wird es dann wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer werden. Ja, ich weiß es nicht. Leute, ich habe es auf Twitter geschrieben, ich sage es hier in meinem Video gerne nochmal. Die ersten 3 Tage der Obdachlosenstaffel haben meine letzten Zweifel und meine letzten Be Befürchtungen wegen der Gerichtsverhandlung nahezu weggewischt. Also es ist immer noch so, dass ich fest davon ausgehe, dass er safe zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Aber selbst wenn er, ne, selbst wenn er freigesprochen wird, selbst wenn er. Jetzt gerade, wo ich das sage, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal in einem Video gesagt habe. Egal. Selbst wenn er noch eine Bewährung bekommt, selbst wenn er freigesprochen wird und die Chancen sind mikroskopisch klein, dann geht das einfach so weiter. Das, was wir jetzt gerade sehen, Leute. Und dann ist es nur eine Frage von Wochen, bis mal wieder irgendeine Katastrophe passiert und er das nächste macht, weswegen er auf jeden Fall in den Knast kommt. Mal abgesehen davon, dass der am 23. schon in den Knast kommt. Also ich weiß, dass er an diesem Tag nicht in den Knast kommt, aber er wird dazu verurteilt. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass ich jetzt ja, mir noch ein paar Minuten die Beine vertreten werde. Hier kann ich mir jetzt nichts zu essen kaufen. Ich hatte vorhin aber schon eine Breze und Das ist das Einzige, was er heute gegessen hat, Leute. Das Einzige. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Kaffee, ach, das ist so ein, das Einzige, was da drauf ist, ist so ein umweltschonendes Ding.
Es ist voll krass, weil die, also so ein Logo für umweltschonend, dass man halt aufpasst, wie man das Teil entsorgt. Jetzt sag mir schon, was mit dem Kaffee los ist. Beziehungsweise, Himmel! es ist kein Plastik in Dings. Also es geht wahrscheinlich darum, dass es. Das ist, als wenn ich einem Dreijährigen einen Becher in der Hand drücke und der beschäftigt sich 10 Minuten damit, weil ist ja bunt. Papier ist. Auf jeden Fall, das ist wirklich mal ein großer Kaffeebecher. Ich habe mir neulich vom Subway einen Kaffee geholt. Ich weiß nicht, ob ich den Becher noch da habe. Bestimmt ist der noch da. Der Becher ist nur halb so groß. Ja. Und Der Vlog ist zur Hälfte durch. Wir sind bei 7 Minuten und der Kaffeebecher von der Tanke ist ja viel größer als der Kaffeebecher von Subway. Man könnte ja fast meinen, dass du nichts zu erzählen hast. Das ist ein krasser Kaffee. Also auch die Breze, die ich hatte, habe ich von der gleichen Station mir da geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, das ist voll krass. Dieser War das die Raststätte in Zürich, Rainer? Kaffee war richtig Bombe. Also es ist wirklich, als würde dir die Kaffeebohne mit einem riesigen Faustschlag ohne Handschuhe in die Fresse boxen. So war. Ja, krass, ne? Wie gut Kaffee schmecken kann, wenn man mal einen Kaffee genommen hat, der nicht aus der eigenen Maschine kommt, wo schon 3 Jahre alter Schimmel drin ist. Als ob Rainer mal hingegangen ist und seine Kaffeemaschinen mal sauber gemacht hat. Nie im Leben. Was er da schon alles mitgetrunken hat. So war dieser Kaffeegeschmack voll krass. Ich habe selten so guten Kaffee getrunken. Aber man muss dazu. Nichts gegen Tankstellen. Da gibt es bestimmt welche, die geben sich Mühe. Aber wenn du sagst, das war echt einer der besten Kaffees ever beim Kaffee von der Tankstelle. Okay, vielleicht hat er wirklich eine gute Tankstelle erwischt. Oder er hat noch nie in seinem Leben vernünftigen Kaffee getrunken. Zusagen natürlich auch, an einer Raststätte ist natürlich meistens auch gewollt, dass der Kaffee ein bisschen stärker ist, weil man natürlich letzten Endes nicht will, dass die Leute beim Autofahren einschlafen. Gut, ich habe ihn mir natürlich jetzt nicht deswegen gekauft. Ich bin auch ein bisschen müde, weil ich habe, wie gesagt, im Auto geschlafen. Es war sehr unbequem. Zum Glück habe ich meinen Schlafsack mitgenommen. Hätte ich meinen Schlafsack nicht mitgenommen, wäre das eine richtige Arschkarte und eine richtige Scheißnacht geworden, weil es war teilweise wirklich arschkalt. Mit meinem Schlafsack im Auto pennen konnte ich ohne Probleme. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war Eis auf den Autos. Heute Nacht war es halt auch zumindest bei mir richtig kalt, ne? Ist schon doof, wenn man dann im Auto schlafen muss. Wovon ich im Moment ausgehe. Am Ende. Im Schlafsack konnte ich pennen, weil da war ich von den Elementen geschützt. Vor den Elementen geschützt? Nee, du bist in einem geschlossenen Auto. Du bist so oder so vor den Elementen geschützt. Ob du dich mit was zudeckst oder nicht. Das klingt wie ein Werbespruch für. Oh, diese Frames, ich such die nicht, ne? Es klingt wie so ein Werbespruch für Schlafsäcke oder so. Dann sind sie von den Elementen geschützt. Schlafsack konnte ich pennen, weil da war ich von Elementen geschützt. Und Pass auf, Rainer, das ist bestimmt ein Hater-LKW. die und wie sagt man? Gerade ziemlich laut, aber jetzt sind auch gerade mehrere LKWs angekommen. Ich konnte im Schlafsack perfekt pennen, weil der Schlafsack halt auch viel wärmer ist und ich war durchs Auto auch von den Elementen geschützt, deswegen passt das schon, wie es sein soll. So, ich werde jetzt mal aussteigen, dann werde ich mal ein paar Minuten mir die Beine vertreten. Und dann war es das, denke ich, auch erstmal soweit von mir. Ich denke, das war auch der einzige Vlog für heute, den ich hochlade. Vielleicht mache ich zwischendurch noch einen Post. Ich kann mit dem Handy auch Story posten. Oh krass, wir sind gleich noch draußen. Ich habe das gerade mal geguckt. Ich kenne das Video noch gar nicht. Machen. Ich denke, da mache ich auch gleich zeitnah was. Dann seht ihr, wie zeitverzögert das Ganze war. Dann mache ich einfach so ein Peace-Zeichen oder so. Schauen wir mal. Gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Im nächsten Stream. Er hat seitdem noch keinen Stream wieder gemacht. Aber das sind alles Internetworte, die in seinem Kopf irgendwie durcheinander würfeln.
Ja, oder im nächsten Video oder im nächsten Vlog. Er hat ja auch geglaubt, dass auf seiner 30 Jahre alten Tasse unten auf dem Boden irgendwas mit online steht, weil sein Gehirn einfach Lücken mit diesen Worten auffüllt, weil das alles ist, was er in seinem Kopf hat. Online, Streams, YouTube-Hater. Ich weiß es noch nicht. Stream wird ein bisschen schwierig im Moment. Schauen wir mal, was läuft. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. So, Leute. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Teufelshöhle, beziehungsweise auf dem Weg zur Fränkischen Schweiz, wobei ich teilweise schon darin bin. Ich bin jetzt schon hinter Forchheim. Bin jetzt wieder ein bisschen in der Heimat. Genau. Ich schaue mich Wärst du mal ans Meer gefahren, hättest du mehr von. jetzt hier mal ein bisschen um. Werde jetzt mal ein bisschen so ein bisschen die Berge anschauen. Hier ist jetzt nichts, was ich euch groß zeigen könnte. Aber ich brauchte jetzt mal ein paar Minuten, wo ich mich mal hinstellen kann. Habe ich das gerade? Er steht am Seitenstreifen von der Straße, ne? Das ist halt schon. Jo. Also das ist halt schon eine größere Straße. Das ist halt keine Landstraße. Das ist keine einspurige Landstraße. Zweispurige Straße und er steht da. Das ist aber kein durchgängiger Standstreifen. Steht er irgendwo in der Bushaltestelle oder so? Oder in so einer Pannenbucht oder so? Aber ich brauchte jetzt mal ein paar Minuten. Also wenn ich ein Video aufnehmen würde, würde ich vielleicht mich nicht an so eine große Straße stellen. Dann wäre ich vielleicht in eine kleine Straße reingefahren oder so. Was ist, wenn gleich ein Auto vorbeifährt? Ist doch mega laut, oder? Ich mich mal hinstellen kann, weil mir gerade alles wehtut, die Beine und so weiter. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis die Hater wieder rausfinden, wo ich bin. Sieht man mich überhaupt gut? Ich sehe auf dem Bildschirm gerade nichts. Deswegen. Du, ist vollkommen egal, wir verpassen nichts. Ja, ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis die Leute wieder rausfinden, wo ich bin. Ich werde nicht lange hier bleiben. Ich werde. Hinter ihm ist ja ein Giebel von einem Haus zu sehen. Man stelle sich mal vor, du gehst raus in deinen Garten, um irgendwas zu machen, und da steht halt einfach dieser Vierteltonner mit seinem Auto und führt halt Selbstgespräche. Also für dich sieht es von hinten so aus, als wenn er Selbstgespräche führt. Du siehst ja nicht, dass er eine Kamera in der Hand hat. Weiterfahren Richtung München, denke ich. Wohin ich genau fahre, spielt keine Rolle. Ich werde auch in Zukunft versuchen, ein bisschen ich werde versuchen, ein bisschen die. Ah. Das ist der Vlog, wo er erzählt hat, dass er nach München fährt. Auf diesen Vlog hat er sich bezogen in seinem Waldspaziergang-Video. Autobahnen zu meiden. Es hat sich herausgestellt, dass die Autobahnen einfach viel zu gefährlich sind. Ja. Viel zu gefährlich. Viel zu viele Idioten unterwegs. Ich werde jetzt dann gleich weiterfahren. Jetzt bin ich ein bisschen ausgerückt gleich. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich denke. Also an seiner Stelle, ne, was ich machen würde, wenn ich in dieser verrückten Situation wäre, was ja nicht passiert wäre, weil ich hätte vor 5 Jahren schon die Reißleine gezogen. Wie jeder normal denkende Mensch halt, ne? Ist natürlich schon so, also es geht nicht darum, Autobahn oder Landstraße. Ich würde mich, an seiner Stelle würde ich mich halt am Licht orientieren und würde im Dunkeln fahren, so. Ich sag mal, ich meine, die Tage werden ja jetzt länger, aber ich sag mal, nach 19 Uhr ist es ja schon einigermaßen dunkel. Wenn du von, sagen wir mal, von 19 bis 22 Uhr 3 Stunden Auto fährst, ne, bis 22 Uhr, das ist noch zu verkraften, da musst du auch nicht damit rechnen, dass du jetzt vollkommen übermüdet Auto fährst. Ich rede nicht davon, dass er die ganze Nacht fährt. Aber 19 bis 22 Uhr, dann hast du mal 3 Stunden, in 3 Stunden kannst du richtig weit kommen und dann hast du halt den Schutz der Dunkelheit. So. Das ist kein hundertprozentiger Schutz, aber das bringt halt schon was. Wenn du im Hellen irgendwo unterwegs bist, im Hellen kann ich sehen, oh guck mal, da hinten in 100 Meter Entfernung steht ein blauer Pickup. So, das kann ich halt im Dunkeln nicht. Und auch oder ich stehe an der Ampel und 5 Autos vor mir steht ein großer blauer Pickup. So, das fällt halt alles weg.
Wer mal im Dunkeln auf der Autobahn gefahren ist, also jeder, der weiß auch, dass man da auch nicht so besonders gut. Man müsste halt im Dunkeln auf einer Autobahn, müsste man schon direkt hinter ihm fahren, um sein Auto zu identifizieren. Wenn der 50 Meter weg ist, ne, da, wenn der 50 Meter weg ist, dann seh ich das halt einfach schon nicht mehr. So. Von daher hätte ich eher diese Zeit genutzt, um mich ein bisschen zu bewegen. Also ein bisschen geografisch zu bewegen. Oh, Entschuldigung, geologisch zu bewegen. Und dann ein paar Kilometer zu machen. Und dann ganz ehrlich, Hotels für Reisende, die haben doch auch noch ein Late-Check-in nach 22. Wenn du dann ein Zimmer reserviert hast und du sagst, oh, ich komme aber spät an, Late-Check-in, dann kannst du auch um 22:30 noch in dein Zimmer einchecken. Da gehe ich mal von aus. So. Könnte man machen. Dann könnte, und dann, keine Ahnung, mich tagsüber halt irgendwo rumdrucksen und dann halt, würde ich dann versuchen, abends in den Abendstunden, wenn es dunkel ist, würde ich versuchen, Kilometer zu machen. Aber das möchte er ja schon gar nicht mehr. Er bleibt jetzt einfach irgendwie, er fährt jetzt einfach große Kreise in Franken. Okay, die nächsten Tage werden für mich ein bisschen stressig noch. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das Ganze mal ein bisschen nachlässt. Gut, ich habe mich jetzt mal ins Auto gesetzt, weil da waren jetzt gerade zwei ältere Leute, die gerade in ihrem Garten gewerkelt haben. Und ich wollte Shit, Senioren-Hater. die jetzt nicht stören. Außerdem wollte ich da jetzt nicht irgendwie Stress machen. Nee, natürlich wolltest du da keinen Stress machen. Was zur Hölle? Da waren zwei ältere Leute, die haben was in ihrem Garten gemacht. Die wohnen da und machen was in ihrem Garten. Du bist da der Fremde. Du hast da keinen Stress zu machen. Hallo? Wie gesagt, ich werde mich jetzt gleich auf den Weg machen, zur Teufelshöhle. Aber das ist ja, ne? Das ist ja die einzige Form von menschlicher Interaktion, die er noch kennt, ist Stress. Wenn er mit anderen Menschen zu tun hat, hat er immer Stress. Wenn andere Menschen zu ihm gekommen sind, haben die immer Stress gemacht. Er kennt ja keine positiven Interaktionen mit Menschen mehr. Für ihn sind Menschen immer Stress. Und deswegen denkt er, für die anderen Leute ist seine Anwesenheit halt auch Stress. So, weil er das halt nicht anders kennt. Ich nehme euch natürlich mit. Ich habe mir jetzt schon alles eingestellt. Genau. Mein Kaffee ist inzwischen alle. Ich muss mir unbedingt Ersatz holen. Vielleicht finde ich irgendwo einen Bäcker oder so. Mein Energy Drink ist zwar noch nicht leer, aber ist jetzt auch nicht mehr so das Wahre gerade. Ich will wirklich einen Kaffee. Und wir haben jetzt inzwischen. Warte mal, wie spät ist es überhaupt? Also vorhin, als ich das letzte Video gemacht habe, war es ungefähr 10 oder halb 10 irgendwie. Nee. Vollkommen egal. Was macht die Uhrzeit für einen Unterschied, wenn ich vorhabe, das ganze Video 3, 4 Tage später hochzuladen? Was macht es dann für einen Unterschied? Was für ein, ach, egal. Sogar erst 9:45. Und Da hat der ganze Ranger gewackelt, habt ihr das gesehen? jetzt haben wir tatsächlich schon 12:07 Uhr. So. 12 Uhr mittags. Und der Typ läuft schon hart auf Kaffee. Der braucht dringend einen Kaffee, sonst ist er gleich weg. 12 Uhr mittags, ne? Also das ist schon, schon ein Stück weit ein Unterschied. Genau. Also jetzt schauen wir einfach mal, was sich dabei herausstellt und was sich dabei ergibt und so. Wie gesagt, ich werde nachher noch weiter aufnehmen, auch für das Video hier. Den Vlog, den ich jetzt vorher aufgenommen habe, wo ich noch unterwegs auf der Autobahn war, den werde ich, entweder schiebe ich ihn einfach mal zwischendurch rein. Ein Vlog, wo er auf der Autobahn unterwegs war, den haben wir aber noch nicht gesehen, ne? Oh, entweder das oder ich mache es das so, dass ich ihn einfach. Alter, was ist mit meinem Auge los? Entweder ich mache es so, dass ich ihn einfach zwischendurch mal reinschiebe. Oder ich mache es einfach so, dass ich ihn. Mein Auge geht mir gerade auf die Nerven. Ich habe irgendwas im. Rainer, du hast deine Sextoys doch in Nürnberg eingelagert. Das kannst du nicht machen. Einfach mal zwischendurch einen reinschieben. Okay. Entweder ich mache es so, dass ich dann ihn zwischendurch reinschiebe. Oder ich mache es das so, dass wir ihn hier noch am Anfang vom Video mit drangehangen haben. Das kommt darauf an, wie lang das Video ist. Ich weiß, dass ich beim letzten Video noch ein bisschen länger gelabert habe. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Ja, das war ja informativ, geht so. Man merkt halt schon, dass er ordentlich geschlaucht ist und das war halt Dienstagmittag, ne? So, aber wir haben ja am Dienstag auch schon im Livestream gesehen, dass er ordentlich fertig war.
Ich habe mir, okay, ne, das war jetzt der Vlog. Jetzt kommen mal gerade so ein paar von meinen Gedanken zur aktuellen Situation. Die aktuelle Stunde mit dem Metzger. Ding. Ich habe mir heute irgendwie Gedanken den zeitlichen Zusammenhang davon gemacht. Ich sage euch mal Folgendes so. Wir hatten Montag den Vlog direkt aus dem Auto raus. So, wir hatten jetzt diesen Vlog, wo wir wissen, dass er Dienstag aufgenommen wurde, Dienstagmittag. Den Livestream Dienstagmittag. Der Waldspaziergang dürfte ebenfalls Dienstag gewesen sein. So. Wir haben ihn seit Dienstagnachmittag, haben wir ihn nicht mehr gesehen. Darum geht es mir. So, ich weiß, dass heute ist ein Foto aufgetaucht, ne? Ich glaube hier, das Frühstück in Zürich, Bild war Mittwochmorgen, kann das sein? Dann haben wir ihn da nochmal gesehen. Aber auch dieses Video kann er sonst wann aufgenommen haben. Ich habe heute auf Twitter gesehen, dass noch ein Bild von ihm aufgetaucht ist. Das hat er selber gepostet. Ein Bild, er steht vor einer weißen Wand und hat irgendwie, was hat er gesagt? Käsefüße hat er geschrieben. Da haben einige Leute schon gesagt, er sitzt gerade irgendwo in einem Hotelzimmer. Auch weil er jetzt die letzten 2 Tage immer mal wieder auf Steam online war, haben die Leute gesagt, hey, er hat sich irgendwo ein Hotelzimmer genommen und chillt jetzt da drin rum. Möglich. Mir geht es darum, ja, ich habe bis jetzt ist Freitagnachmittag, wo ich das aufnehme, 16:30 Uhr. Kurz nach 16:30 Uhr ist es jetzt. Ich habe nichts von ihm gesehen, was eindeutig älter ist als Dienstagnachmittag. Seine ganzen Videos stammen vom Dienstagnachmittag. Der ist jetzt schon 72 Stunden unterwegs und wir haben nichts von ihm gesehen. Auch dieses Bild, was er heute hochgeladen hat mit Käsefüße, ganz ehrlich, da hat er das gleiche Shirt an, was er auch Montagabend anhatte in dem Vlog aus dem Hotel raus. Ganz ehrlich, dieses Bild kann er Montag im Hotel geschossen haben und kann gesagt haben, ich lade das sonst irgendwann hoch. Er hat im Moment diese Paranoia, dass er sagt, also was heißt diese Paranoia? Sein derber Plan, ich lade alles 3, 4 Tage zeitversetzt hoch, damit die Hater nicht merken, wo ich bin. Und er hat schon bewiesen, dass er willens ist, aktiv zu versuchen, die Hater zu manipulieren. So, wer sagt mir, dass dieses Foto, was heute aufgetaucht ist, dass das nicht Montagabend in dem Hotel entstanden ist? So, ganz ehrlich, zu dem jetzigen Zeitpunkt glaube ich gar nichts mehr, außer er streamt live. Wenn ich ihn im Livestream sehe, kann ich sagen, okay, das ist er jetzt gerade. Alle anderen Videos und Schnipsel, die wir jetzt gesehen haben, da kann man sich nicht mehr sicher sein. Alles, was ich jetzt gesehen habe, dieser Vlog, der Waldspaziergang, das ist alles spätestens Dienstag passiert. Wir haben jetzt Freitag, Leute. Worum es mir geht, ist, Rainer könnte jetzt schon ganz anders aussehen, Leute. So, der hat sich jetzt wirklich rar gemacht. So, und ich sag euch, wenn der gerade in einem Hotelzimmer sitzen würde, ich gehe davon aus, der hat am Montagabend Hotel versucht. Und seitdem, also das ist meine Annahme, das ist meine Schlussfolgerung, die ich jetzt aus den Sachen habe, die ich mir angeschaut habe. Das ist nur meins, jeder kann eine andere Meinung haben. Ich glaube, er hat Montagabend Hotel versucht und hat das dann aufgegeben. Und seitdem pennt er jede Nacht in seinem Auto. Und der Typ sie und der Typ macht und der Typ zeigt sich uns nicht, weil sein Gesicht jetzt schon aussieht wie Dresden 45. So, ich glaube, dass es Rainer gerade richtig schlecht geht und dass wir deswegen nichts von ihm hören. So. Alles, was wir jetzt von ihm gehört haben, alles, selbst alle Sachen, die ich mir heute angeguckt habe, sind Dienstag entstanden. Heute ist Freitag, Leute. So. Von daher, warum macht er keine Livestreams? So, warum? Hat er diesen Livestream gemacht. Er hat 12 Minuten lang gestreamt, die Leute haben ihm 50 Euro gespendet und er braucht gerade Geld. Warum macht er das nicht? Ist er beschäftigt? Nein, ist er nicht. Er hat den ganzen Tag Zeit. Kann er keine 15 Minuten Stream direkt aus seinem Auto machen, noch ein paar Euros einsammeln? Nee, weil der ist jetzt schon vollkommen durch mit allem. Und der will nicht, dass wir das sehen. So, das glaube ich. Ich glaube, dass Rainer schon echt ordentlich mitgenommen ist und ich glaube, dass, keine Ahnung, seit 72 Stunden haben wir kein aktuelles Material von ihm gesehen. Wie gesagt, alles das hier, der Waldspaziergang, dieser Vlog, das ist alles Dienstag passiert. Guckt ihn euch an, jetzt gerade. Da ist er gerade 24 Stunden auf der Straße und er ist jetzt schon total durch. Und das, was wir uns jetzt angeguckt haben, ist 72 Stunden her. So, Leute, ich sag's euch.
Also, weiß ich nicht. So, ich glaube wirklich, der ist jetzt schon vollkommen durch mit allem und so weiter. Ja, also von daher, deswegen. Mich würde wirklich mal interessieren, viele Leute fragen sich, wo ist Rainer gerade, wo ist er? Aber mich würde viel mehr interessieren, wie geht es ihm gerade? So, das ist mal das eine. Das andere ist, also vollkommen egal, wie ich Rainers Situation gerade, ich kann drehen und wenden, wie ich will, es ist immer schlecht, ja. Sagen wir mal, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die ich gerade genannt habe, der haust seit Tagen in seinem Auto, weiß nicht wohin und es geht ihm mega scheiße. So, das wäre das eine. Die andere Möglichkeit wäre, dass die Leute auf Twitter recht haben, er hat sich irgendwo unbemerkt ein Hotelzimmer gesucht und der haust jetzt seit 2 Tagen in einem Hotelzimmer und zockt da irgendwelche Sachen mit seinem Laptop, deswegen sehen wir immer, dass er bei Steam online und offline geht. Auch das ist nichts Gutes für ihn. Dann hätte er zwar irgendwie Obdach und könnte sich einmal am Tag duschen und so weiter, aber auch das wäre für ihn, das hilft ihm nicht in seiner Situation. Diese Woche ist schon finanziell eine Katastrophe für ihn. So. Achtung, ich bitte dabei eins zu beachten. In der Gesamtabrechnung hat er diese Woche wohl ganz gut Geld verdient mit YouTube, weil er viele Klicks hatte. Aber das ist nicht repräsentativ, weil das nicht Obdachlosen-Rainer war. Die Sachen, mit denen er diese Woche Geld verdient hat, waren die Sachen, die er vorher produziert hat. Das Video "Ich bin dann mal weg", meine letzte Woche, seine letzte Roomtour, das sind alles Sachen, die er letzte Woche vorproduziert hat, die jetzt diese Woche online gekommen sind und richtig Klicks abgesahnt haben. Deswegen hat er diese Woche wohl ordentlich Geld verdient. Aber diese Sachen sind jetzt weg, die sind verbrannt, die hat er nicht mehr. Ab nächste Woche, das waren die Überreste von Schanzenreiner. Er hat jetzt die Überreste von Schanzenreiner zu Geld gemacht diese Woche. Und nächste Woche hat er das nicht mehr. Nächste Woche gibt es nur noch Obdachlosenreiner. Und Obdachlosenreiner hat diese Woche kein Geld verdient. Und Obdachlosenreiner muss nächste Woche das ganze Geld verdienen, was Obdachlosenreiner braucht, um Kaffee von der Tanke zu bezahlen. So, von daher. Also finanziell habe ich da überhaupt keine Chancen. Und wenn er jetzt seit 2 Tagen in einem Hotelzimmer sitzt, sich nicht raustraut, auf seinem Laptop irgendwie Cookie-Clicker zockt und seine, keine Ahnung, ein Hotelbett vollfurzt, dann heißt das auch einfach, dass er die letzten 2 Tage sehr viel mehr Geld ausgegeben hat, als er eingenommen hat. Weil auch das hier, wie gesagt, ne, er hat jetzt Mittwoch, Donnerstag hat er jetzt nichts gemacht, was er im Internet zu Geld machen konnte. All das, was wir jetzt gesehen haben, auch dieser Vlog, das ist immer noch Dienstag, Leute. So. Also von daher, ja, ich freue mich mal darauf, mal was Aktuelles von Rainer zu sehen, mal gucken, wie es ihm so geht. Ne? Das hier ist jetzt 24 Stunden auf der Straße, Rainer, und der sieht schon ordentlich mitgenommen aus in diesem Video, das sage ich euch. Und und jetzt mal ohne Scheiß, und ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Selbst wenn Rainer sich jetzt noch 2 gemütliche Wochen macht, irgendwo in einem Hotelzimmer, einigermaßen seine Ruhe hat und davon kann er sich finanziell wahrscheinlich nie wieder erholen, selbst dann ist in 19 Tagen die Gerichtsverhandlung. Also so oder so, vollkommen egal, wie, es ist alles scheiße für ihn im Moment und darum geht's, glaube ich. So. Er hat heute auf YouTube irgendwas gepostet in richtig furchtbarer Rechtschreibung. Also ganz ehrlich, die Rechtschreibprüfung seines Handys scheint nicht so gut zu sein wie die er auf seinem Windows-PC hatte. Deswegen sind die Sachen, die er schreibt, noch viel schlimmer geworden, als sie so früher sowieso schon waren. Er hat heute auf YouTube irgendwas geschrieben, von wegen, heute würde noch ein Video kommen. Ich glaube, nochmal ein Drache läuft. Vielleicht ist er dann wirklich hier an der Teufelshöhle. Ich glaube, Teufelshöhle, ne? Oder so. Vielleicht kommt heute noch was, Leute. Wir gucken mal. Ich würde gerne aktuelles. Am liebsten würde ich mir wünschen, dass ich mal aktuelles Material von Rainer sehe. Wie Rainer heute aussieht, wie Rainer heute so drauf ist. Weil das hatten wir alle nicht, Leute. Alles das, was wir uns heute angeschaut haben, das ist von Dienstag, Leute. Seit Dienstagabend, vielleicht seit Mittwochmorgen. Mittwochmorgen war das Zürich-Foto. Das war das letzte Aktuelle, was wir bekommen haben. Jetzt ist gleich Freitagabend. Und 2 Tage auf der Straße können einen schon ganz schön mitnehmen. So, deswegen schauen wir mal. Ja, ich habe mir jetzt diesen Vlog angeguckt. Ja, dieser Vlog war so ein bisschen, ja,
Diesen Vlog müsste man sich angucken direkt nach Vlog 128, 128, wo er im Auto sitzt und sagt, jo, jetzt geht's los, jetzt wird alles voll geil. Schnitt dieser Vlog. Es sieht ganz schön hart aus. Ja, Leute, wir bleiben am Ball. Wir gucken mal. Im Moment gibt es ja viel zu tun. Im Moment gibt es viel zu tun für den Hater, der nichts Besseres in seinem Leben zu tun hat, als sich Rainer anzugucken. Und wir gucken mal, ob heute vielleicht noch was kommt. Ja, ansonsten, morgen Samstag bin ich auf jeden Fall den ganzen Tag weg. Da müsst ihr nicht auf meine Videos warten. Wenn da irgendwas Spannendes kommt oder so, sicherlich werde ich mit einem Auge Twitter verfolgen, den Tag über, auf jeden Fall. Aber wenn morgen Mittag irgendwas Geiles kommt oder so, müsst ihr nicht auf ein Video von mir am Samstag warten. Guckt es bei irgendjemand anderen. Ich bin dann wahrscheinlich Sonntagnachmittag erst wieder hier. Aber wir behalten es auf jeden Fall im Auge, Leute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. So, falls ihr jetzt schon mit Arbeiten fertig seid, was zu hoffen ist. Und ansonsten, ja. Jetzt draußen scheint die Sonne, das ist doch was. Heute ist zwar ein bisschen kälter, aber draußen scheint die Sonne. Wird doch bestimmt ein schönes Wochenende. Ich habe gerade, total random, ich habe gerade ein Stück von meinem Stuhl abgerissen. Ich muss erst mal gucken, dass ich das gleich wieder da dran bekomme. Was für eine Scheiße. Ich bin der vegane Jametzger. Wir hören uns, Leute. Ich bin erstmal raus. Metal off.